zusammen und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Ich wollte heute mal was erzählen über die liebe Familie. Die liebe Familie, zum Beispiel meine Schwester oder meine Mutter, die interessieren sich einen Scheiß für mich. So, man schickt nicht mal mehr eine Geburtstagskarte oder eine Karte zu Weihnachten. Ja, wir wissen ja nicht, ob du da noch wohnst, heißt das immer. Das hieß 2002 schon, wir wissen nicht, ob du da noch wohnst. 2003 hieß das schon, wenn man sie mal zufällig irgendwo getroffen hat. Ja, wir können ja nicht eine Karte schicken, wir wissen ja gar nicht, ob du da noch wohnst. Vielleicht bist du ja umgezogen. So, keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Ist das nur eine Ausrede? Ich weiß es nicht. Denn kamen Geburtstage, keine Karte. Weihnachten, keine Karte. Ostern, keine Karte. Dann wurde gefragt, warum bist du denn nicht zu meinem Geburtstag gekommen, fragte meine Schwester irgendwann mal, als ich sie zufällig bei unserer Großmutter getroffen habe. Komisch, zur Großmutter kann man fahren. Aber wenn man denn sagt hier, ich feiere Geburtstag, kannst du irgendwie, wolltest du auch nach Bremen kommen oder in der Nähe von Bremen? Nee, da kommt man ja so schlecht hin, wo die wohnen, auf dem Land. Da kommt man ja so schlecht hin, da muss man ja mit dem Auto fahren. Nein, wir fahren doch nicht ganz mit dem Auto, fahren wir doch nicht und holen denjenigen ab, irgendwo in einer anderen Stadt. Nein, das machen, das ist doch zu teuer. Wir haben zwar beide ein Auto, der eine fährt ein BMW, die andere fährt ein Twingo oder irgendwie was. Wir haben zwar beide ein Auto, aber das ist doch zu teuer. Das ist doch viel zu teuer, wenn wir denjenigen abholen müssen. Die fahren beide mit dem Auto von Bremen bis nach Wilhelmshaven. Der eine fährt seinen Kumpel besuchen, die andere fährt mit ihrem Twingo zur Großmutter. Müssen die beide mit dem Auto fahren? Kann man nicht den einen irgendwo rauslassen und kann den dann später wieder abholen? Müssen die beide, zwei Personen sitzen denn da drin? In jedem Auto eine Person. So. Müssen die beide nach von Bremen nach Wilhelmshaven jagen? Muss das sein? Und zu uns sagt man, ja, wir haben kein Geld für euch abzuholen. Das ist so ein Kackleben. Das ist so ein Kackleben mit meiner Familie. Oder was davon noch über ist. Das ist so ein beschissenes Leben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich will eigentlich nur alleine mein eigenes Leben leben können. Und selbst dafür reicht das Geld nicht. So arm ist Deutschland. So arm ist Deutschland. Das geht so nicht mehr lange gut. Das geht so nicht mehr lange gut. Irgendwann zündet mir einer den Schlafsack an oder schmeißt mich von der Treppe oder was weiß ich. Ich wünsche mir manchmal wirklich, dass ich 2014 bei dem Überfall so richtig zusammengeschlagen worden wäre. So richtig so mit Schädelhirntrauma und kannst gar nichts mehr außer sitzen und sabbern. Das wünsche ich mir. Manchmal wünsche ich mir das. Manchmal wünsche ich mir sogar, dass ich gar nicht mehr am Leben wäre. Das wünsche ich mir manchmal auch. Bei so viel Scheißdreck, was man hier so erlebt, wäre das vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn das so gekommen wäre bei dem Überfall. Wäre vielleicht das Richtige gewesen, ich weiß es nicht. Das ist doch kein Leben mehr, was wir hier so veranstalten.